Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier mit DCS im DCS Editor. Und ich bin auch wieder dabei. Ich bin der Mero. Und als Thema haben wir heute den AVAX. Und wir beginnen natürlich, wie auch bei den anderen Videos, mit ein bisschen Theorie. AVAX bedeutet Airborne Warning and Control System. Und das gibt es sowohl auf der in DCS sowohl auf der blauen Seite als auch auf der roten Seite. Und auf der blauen Seite haben wir die Boeing E-3A von der Air Force und die Grumman E-2D von der Navy. Und bei der roten Fraktion hätten wir die Berry Jeff oder Berry Jeff A-50. Und das sind aktuell die JTACs, die uns, die JTACs, die AVAX, die uns zur Verfügung stehen. Entschuldigung. Und die werde ich euch noch zeigen. Und dann werde ich sie auch noch ein bisschen genauer ansprechen. Die AVAX haben im Allgemeinen eine Scan-Range, also eine Reichweite, in der sie Gegner aufspüren können, von 200 nautischen Meilen oder von mehr als 200 nautischen Meilen. Deswegen habe ich hier auch ein Plus dazu geschrieben. Und die Reichweite, wie weit sie Gegner aufspüren können, ist natürlich abhängig von dem Terrain und von dem Wetter, von ihrer eigenen Flughöhe. Und das schließt sich, glaube ich, auch von selbst, wenn natürlich wenn der AVAX relativ niedrig fliegt und der Gegner fliegt hinter einem Berg oder hinter einer Bergkette, dann erkennt er den auch nicht. Die Flight Time ist abhängig von der Fluggeschwindigkeit und besser gesagt nicht von der Fluggeschwindigkeit, sondern vom Spritverbrauch. Und wenn der Spritverbrauch ja ein bisschen optimiert ist, dann können wir davon ausgehen, dass er ungefähr 3 Stunden fliegen kann. Also das geht gut auf. Dann ist es wichtig, wenn wir hier im Editor davon sprechen, dass wir einen AVAX implementieren, dass wir auch auf das Bullseye ein bisschen eingehen. Das ist hier bei POTI. Und da ist es hauptsächlich deswegen interessant, weil oder wir brauchen es deswegen, weil wir ja, wie soll ich sagen, der AVAX ist ja ein bewegliches Ziel oder eine bewegliche Einheit in der Luft. Und die gibt die Position des gegnerischen oder des aufgespürten Flugzeugs oder auch der Flugzeuge, der eigenen Flugzeuge, je nachdem, was man anfragt, immer von dem Bullseye ausgehend an. Also das bedeutet, der sagt nie von mir aus, ne, von meiner Position aus in die Richtung 300 Meter oder 3 Kilometer oder 10 Kilometer, sondern er sagt immer von dem Bullseye ausgehend so und so viele Kilometer in die und die Richtung mit dem und dem Kurs. Und deswegen ist es wichtig, dass auch das Bullseye vernünftig gesetzt wird. Und ja, es gibt viele andere Leute oder viele andere YouTuber, die machen da sehr gute Videos dazu, die erklären auch, wie dieses Bullseye-System dann korrekt funktioniert. Da möchte ich jetzt auch gar nicht drauf weiter eingehen, sondern ich möchte euch wirklich nur noch ans Herz legen als Missionsbauer. Es ist wichtig, dass ihr das Bullseye vernünftig setzt, weil von dem Bullseye aus wird oder der AVAX wird die Position des Gegners vom Bullseye aus sagen. So, Verzeihung. Dann haben wir, was ich euch noch zeigen werde, wir werden eine Route setzen, wir werden den AVAX werden wir immortal machen, also das bedeutet, er wird unsterblich sein. Dann wird er invisible sein, das bedeutet, er wird für den Gegner unsichtbar sein. Wir werden ihn auf eine Höhe von ca. 21.000 Fuß setzen mit einer Geschwindigkeit von 330 Knoten. Wir werden ihm 4 Wegpunkte vorgeben und am Wegpunkt 4 werden wir ihm sagen, er soll zurück zum Wegpunkt 1 fliegen. Damit fliegt er quasi eine Schleife oder einen geschlossenen Kurs. So, und jetzt steigen wir auch dann von der Theorie, gehen wir jetzt über in den Editor. Also wir steigen ein in den Editor. Ich schiebe das mal kurz auf die Seite. So, und wir gehen hier links auf Add Modify. Airplane Group, Add or Modify Airplane Group. Ich habe das hier bei mir auf Englisch eingestellt, einfach damit es zu weniger Komplikationen kommt durch die Übersetzung. Natürlich könnt ihr das machen, wie ihr möchtet. Ich habe das schon in ein paar vorhergehenden Videos mal erwähnt, aber dann, damit ihr auch hier in dem Video Bescheid wisst. So, wir haben jetzt ich bin jetzt hier links, Airplane Group. Dann geben wir dem Ganzen natürlich erstmal einen Namen. Wir nennen AVAX
oder wir nennen ihn Blue AVAX, weil wir ihn auf der blauen Seite positionieren wollen. Bei den Conditions geben wir gar nichts an. Bei den Countries habe ich jetzt nur Russland und USA, deswegen nehmen wir hier mal USA. Und genau, jetzt hätte ich es fast vergessen, ich wollte euch die AVAX erst einmal vorher zeigen. Wir nehmen jetzt hier mal als Vorauswahl die AVAX und dann fangen wir auf der russischen Seite an. Hier gehen wir nochmal auf AVAX und dann haben wir hier die, Moment, ich positioniere es mal. So, das ist die A50 und das ist unser AVAX, das ist also der russische AVAX. Für den Editor macht es jetzt keinen Unterschied. Die Einstellungen für den russischen Editor sind die Einstellungen für den russischen AVAX sind die gleichen wie die Einstellungen für den amerikanischen AVAX. Deswegen mache ich es jetzt dann auch. Ich setze jetzt dann den blauen AVAX und wenn ihr einen roten AVAX setzen wollt, dann geht es vom Prinzip her genauso. Gut, also das war jetzt mal die A50 und wir gehen zurück zu den Amerikanern. So, jetzt haben wir hier schon voreingestellt den AVAX, der ist jetzt automatisch auf die E2D gesprungen. Die E2D ist der trägergeschützte AVAX, also das ist der AVAX, der eigentlich auch beim Trägerverband dabei ist. Ihr seht, ja, ich erkläre mal kurz ein bisschen was, wie das ganze Ding eigentlich funktioniert oder wie das Konzept ist. Man hat hier ein normales Flugzeug hergenommen, man hat hier oben drauf einen Sender und Empfänger und platziert und diese Platte hier oben dreht sich und scannt dadurch die Umgebung. Möchte ich jetzt auch mal nett tiefer drauf eingehen, wenn ihr da mehr drüber lesen wollt, da gibt es einschlägige Literatur drüber. Bevor ich euch jetzt da irgendeinen Blödsinn erzähle, lest da lieber das professionell nach, bevor ich jetzt irgendwie hier irgendeinen Quatsch erzähle. So, auf jeden Fall, das ist die E2D. Und ich verwende gerne also missionsabhängig verwende ich meistens die E3A. Wenn ihr jetzt natürlich eine Navy-Mission machen wollt und wollt es schön machen, dann habt ihr hier die E2D. Jetzt gehen wir hier mal zur E3A. Und so sieht sie aus. Hat hier oben auch das Bauteil, die Schüssel ist es ja nicht, aber den Teller, um damit seinen Dienst nachzukommen. Und jetzt machen wir hier drüben mal weiter bei Airplane Group. Wir haben hier den Blue AVAX, wir haben hier ausgewählt USA. Der Task, also das, was er machen soll, ist AVAX. Wir haben den Typ ausgewählt. Unit reicht hier eine aus. Den Skill, ich setze den pauschal einfach mal auf Ace, weil das ist das Beste. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob es einen Unterschied macht, ob ihr den hier auf Ace oder auf Rookie setzt. Wenn ihr den auf Ace setzt, seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, Namen könnt ihr dem natürlich geben, wie ihr möchtet. Genauso wie hier Tail Number, da könnt ihr euch auch eine raussuchen. Und jetzt wird es hier unten interessant. Wir haben hier die Frequenz. Also das wäre hier die Radiofrequenz, über die ihr den AVAX erreichen könnt. Entschuldigung. Und die Frequenz, die ihr hier auswählt, die solltet ihr natürlich dann auch im Briefing angeben, weil sonst kann keiner den AVAX erreichen. Dann habt ihr hier das Call-Sign von dem AVAX. Da haben wir hier die Auswahlmöglichkeit Overlord, Magic, Wizard, Focus, Darkstar. Da könnt ihr den wählen, den ihr haben möchtet, aber das sind hier zum Beispiel auch Angaben, die solltet ihr auf jeden Fall mit ins Briefing reinschreiben, damit die Leute auch den AVAX anfunken können. Also wenn ich jetzt den zum Beispiel Magic nenne, dann sollte ich hier auch auf der linken Seite unter Create Mission Briefing gehen und dann sollte ich den auch hier benennen. Das bedeutet, ich schreibe einfach mal rein, AVAX, und dann haben wir gesagt, das ist der Magic. Heute habe ich so drauf. Magic. Und wir haben eine Frequency von 251,000 MHz. So. Und jetzt weiß auch jeder, der mit dem AVAX kommunizieren will, wie er heißt und unter welcher Frequenz er ihn finden wird.
Wir gehen zurück in den AVAX, einfach hier draufklicken. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Frequenz. Wir haben hier das Callsign. Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr den Hidden on Map machen möchtet. Wenn ihr natürlich hier einen Haken reinmacht, Hidden on Map, dann sieht man den nicht fliegen. Auf meinen Karten ist hier Hidden on Map ein Häkchen drin. Einfach aus dem Grund, weil mich interessiert der AVAX nicht, wo er rumfliegt und wo er ist und was er macht, sondern mich interessiert es, ist er da und kann er mit mir sprechen. Ja, und das sind die wichtigen Sachen für mich. So, jetzt haben wir hier gesagt, wir geben ihm eine Höhe von 21.000 Fuß und eine Geschwindigkeit von 330 Knoten. Ihr könntet hier natürlich auch wieder einstellen, ob ihr das möchtet, dass er hier über MSL fliegt oder AGL. Das ist ganz euch selbst überlassen. So, bei den Advanced Waypoints hier unten, ne, ich habe es jetzt nochmal zugemacht, ich mache es nochmal auf, Advanced Waypoints. Hier bei dem ersten, es ist immer so, wenn ihr bei einem Flugzeug die Advanced Waypoints oder auch beim Fahrzeug die Advanced Waypoints an seinem Spawnpunkt setzt, dann sind diese Sachen, die ihr dort eingebt, für alle anderen Wegpunkte auch gültig. Wenn ihr in den Advanced Waypoints etwas eingebt, zum Beispiel beim Wegpunkt 1, Wegpunkt 2, Wegpunkt 3, dann ist es nur ab diesem Wegpunkt gültig oder auch nur vielleicht für diesen Wegpunkt. Deswegen, wie zum Beispiel auch beim Tanker, ist es hier wichtig, bei dem AVAX dem von Anfang an zu sagen, was er zu tun hat. Ja, und er ist hier schon von Haus aus gefleckt oder er hat hier von Haus aus schon die Attribute AVAX Active und EPLRS Active. Und da machen wir jetzt noch dazu, dass er, also hier wäre zum Beispiel die Möglichkeit, falls es nicht drin steht, Start Enroute Task, dann hier den Task und hier unten hättet ihr nochmal die Möglichkeit, AVAX nochmal anzugeben. Und bei den Commands habe ich jetzt hier die Möglichkeit, dass ich sage, er soll unsichtbar sein. Und dann machen wir noch ein zweites dazu, dass er unzerstörbar ist. Und damit ist jetzt eigentlich der AVAX an sich soweit schon fertig. Und jetzt geben wir ihm noch Wegpunkte vor. Das haben wir jetzt einfach mal hier, hier. Na, das war jetzt zum Beispiel ungeschickt. Wir sagen ihm, hier ist der Wegpunkt 1. Hier ist der Wegpunkt 2. Hier ist der 3er und hier ist der 4er. So, und warum war das jetzt von mir ungeschickt, den da hinten als 1 zu benutzen? Das ist ganz einfach. Wir wollen von 4 auf 1 springen. Und dazu müssen wir im Wegpunkt 4 sein. Und wenn wir hier im Wegpunkt 4 drin sind, dann können wir sagen Add. Und dann können wir wieder ein Attribut oder eine Sache dazufügen. Und hier sagen wir jetzt Switch to Waypoint. Also auf Deutsch wäre das dann quasi zum nächsten Wegpunkt springen. Und hier sagen wir ihm, du sollst von 4 nach 1 springen. Also wir befinden uns auf 4 und jetzt müssen wir ihm angeben, wo er hinspringen soll. Und da sagen wir jetzt nach 1. Und es ist jetzt dann soweit übernommen worden, hier auf dem Wegpunkt 4, Switch Waypoint 4 zu 1. Das bedeutet, er fliegt von hier dann nach hier und fliegt es immer weiter und immer weiter. Und eigentlich sollte das ja so sein, dass es ganz automatisch funktioniert, dass er von 1 nach 2 fliegt und von 2 nach 3, von 3 nach 4 und von 4 nach 1. Manchmal funktioniert das nicht. Da macht er wilde Sachen. Das hat dann oftmals was mit Eagle Dynamics oder DCS an sich zu tun. Ihr könnt quasi auch hier nochmal sagen, add Waypoint und dann könnt ihr hier sagen von 1 nach 2. Aber eigentlich sollte das funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, dann wisst ihr jetzt zumindest, wie ihr das machen könnt, dass es auch trotzdem klappen wird. Ich lösche jetzt das mal hier wieder raus. So, und das war's dann eigentlich schon. Wir kontrollieren jetzt noch die Wegpunkte, weil wir starten hier in einer Höhe von 21.000 Fuß mit 330 Knoten. Und das sollte an den anderen Wegpunkten auch so sein. Also hier 21.000 Fuß, 330 Knoten, 21.000 Fuß, 330 Knoten, 21.000 Fuß, 330 Knoten, 21.000 Fuß, 330 Knoten, Switch Waypoint 4.1, alles passt. Generell könntet ihr wahrscheinlich das auch mit dem Befehl, Orbit machen. Also ich sage jetzt mal Orbit vom Task Orbit und hier einen Racetrack machen.
Und der Racetrack würde jetzt stattfinden zwischen 1 und 2. Also das bedeutet, er würde immer nur von 1 nach 2 fliegen und wieder zurück. Das ist das Konzept, was man macht, wenn man zum Beispiel einen Tanker im Editor erstellt. Und soweit ich weiß, würde das auch funktionieren mit einem AVAX. Das könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das dann über hier Orbit und Racetrack machen wollt oder ob ihr das mit den Wegpunkten machen wollt, ist ganz allein eure Sache. Ich lösche das jetzt hier mal nach aus, damit es zu keinen Komplikationen kommt. So, also wir haben, wie gesagt, der AVAX ist drin. Wir haben hier unser Flugzeug, mit dem werde ich das Ganze testen. Deswegen heißt der AVAX Tester. Und wir haben jetzt hier einen Feind oder ein Feindflugzeug. Dieses Feindflugzeug ist auch hoch genug mit 12.000 Fuß, dass es also von dem Bergrücken nicht verdeckt wird. Wir haben ihm eine Funkfrequenz gegeben, wir haben ihm einen Namen gegeben. Und ihr könntet jetzt zum Beispiel hier oben noch sagen, das ist mein Blue AVAX, dann kopiert ihr hier den Namen nach unten und dann habt ihr hier auch noch den Namen auf der Karte stehen. Das ist euch selber überlassen, wie ihr das machen wollt. Bei komplizierteren Sachen oder bei Sachen, wo ihr mehrere Flugzeuge auf der Karte habt, ist es wahrscheinlich günstiger oder hat einen großen Vorteil, weil ihr findet dann einfach eure Einheiten wieder und müsst nicht jede Einheit so durchklicken, sondern habt einfach einen schnelleren visuellen Zugriff. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also es ist hier der AVAX. Wir haben hier die Möglichkeit NATO und USAF Standard. Das ist quasi der Air Force Standard. Dann den mache ich einfach auf NATO, weil es wurscht ist. Hier habt ihr keine Trigger, also hier könntet ihr noch Trigger Actions eingeben und hier hinten habt ihr noch allgemeine Angaben, Starttime, Route-Länge, Average Speed. So, und das war's eigentlich soweit. Vielleicht ändert sich dann nochmal irgendwas, wenn es andere Updates gibt oder, ja, ne, weiß man ja nie. So, jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich noch was vergessen habe. Es ist alles mit drin. Wieso mache ich den Invisible und Immortal? Das ist so, dass Invisible ist er nur dann, also das bedeutet nur, dass die Gegner ihn nicht sehen. Ja, also das bedeutet, Rot würde den blauen AVAX nicht sehen. Aber natürlich ist es so, dass ihr wenn ihr blauer Pilot seid, dann seht ihr den AVAX. Und es ist schon öfters das einmal vorkommen, dass die Blauen ihren eigenen AVAX abschießen, weil vielleicht der eine oder andere sich mit seinem IFF ein bisschen verhaut und deswegen den AVAX an sich nicht erkennen kann als befreundete Einheit und dann relativ schnell ist mit dem Triggerfinger und dann haut er den eigenen AVAX vom Himmel. Und damit hat er natürlich dann ein Problem verursacht, weil alle anderen dann den AVAX nicht mehr nutzen können. Und damit das nicht passiert, ist der Immortal. Also Immortal ist er, damit er von den eigenen Leuten nicht abgeschossen wird. Invisible ist er, damit er von den gegnerischen Leuten nicht abgeschossen wird. Ihr könntet, wenn ihr Immortal nimmt, natürlich das Invisible auch weglassen. Aber dann habt ihr das große Problem. Dann kann es passieren, dass sich gegnerische Gruppen zusammenrotten und dann hinter dem AVAX herfliegen und versuchen, den AVAX abzuschießen, können ihn aber nicht abschießen, weil er Immortal ist. Und dann habt ihr eine Traube, meinetwegen eine Traube von 4 MiG-29, die hinter dem AVAX herfliegen und ihn versuchen, erst mit Raketen und dann mit der Bordkanone abzuschießen und ihm dann so lange hinterherfliegen, bis sie keinen Sprit mehr haben und dann zurückfliegen. Also, wie gesagt, es hat seinen Sinn, dass man das Immortal, den auf Immortal und Invisible setzt. Und ja, habe ich euch jetzt mal kurz erklärt. So, jetzt habe ich noch was vorbereitet. Und zwar hier habe ich einen Kreis mal gemacht, eine Trigger Zone mit 200 nautischen Meilen, damit ihr über euch auch mal vorstellen könnt, wie viel 200 nautische Meilen sind. Und wir hätten jetzt quasi hier und den Punkt, na, das ist hier Wegpunkt 1, 200 nautische Meilen und Wegpunkt 2, 200 nautische Meilen. Also das bedeutet, bei optimalen Verhältnissen sollte der bis Mineralnivodi schauen können. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen und mache mir jetzt zum Vollhorst. Okay, auf jeden Fall, ihr könnt hier jetzt mit solchen Sachen könnt ihr mal überprüfen, ob die Reichweite dann auch passt. Und für mich sieht es hier gut aus. Also das sollte in Ordnung sein. Und jetzt gehen wir in den ja, auf die Karte, um einfach mal zu gucken, ob auch das Ganze mit dem Funken funktioniert. Dafür habe ich hier nochmal meinen AV8 vorbereitet habe. In den AV8
im Channel 1, im Channel 2 251 vorgegeben. Das ist die Funkfrequenz von unserem AVAX 251 und wir werden es dann auch im Briefing nochmal sehen. So, ich starte das Ganze. Und hier haben wir das Briefing. Und hier haben wir auch hier unter Situation stehen Tutorial for DCS. Das habe ich vor einiger Zeit schon mal eingegeben. Und hier ist unser AVAX, unser Magic mit der Frequenz 251. So, und wir starten. So, jetzt haben wir hier, das sind natürlich die ganzen Flugzeuge, die ich auf der Karte schon mal positioniert hatte. Und hier ist der AVAX Tester. Den wollen wir auch benutzen. Klicke ich auf Fly. Und jetzt kann es dann sein, dass es ein bisschen laut wird und ihr mich nicht mehr richtig versteht. Deswegen, ich sage euch jetzt, was ich mache. Ich werde jetzt dann auf Fly drücken, dann werde ich die aktive Pause anmachen. Dann werde ich die Funkfrequenz vom AVAX reindrehen. Und entweder spricht er da schon mit mir oder er spricht noch nicht mit mir. Dann werde ich mal Bogey Dope anfordern. Und wenn er mir dann antwortet, dann weiß ich, dass das Ganze funktioniert. Und dann werde ich auch wieder zurückgehen ins Menü. Und ab dem Moment werde ich dann erst wieder mit euch sprechen, weil sonst überlagert unter Umständen die Geräusche von dem Editor, die Geräusche von dem Harrier, das, was ich sagen möchte. Und dann versteht ihr das nicht. So, es geht los. So, und das war es auch schon. Also ihr habt jetzt gesehen, ich habe den AVAX angefragt nach einem Bogey Dope und er hat mir gesagt, hier ist ein Bogey und zwar bei mit Bra 327, 110 und Höhe 1200. Und Hot bedeutet sogar, dass er, glaube ich, in meine Richtung schaut, wenn mich nicht alles täuscht. So, und das war's auch soweit zum AVAX. Es war gar nicht schlimm, hat nicht wehgetan und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Und was wollte ich noch sagen? Ja, ein Abo freue ich mich immer. Wenn euch was gefallen oder nicht gefallen hat, freue ich mich auch über Kommentare. Wenn die Kommentare konstruktiv sind und wenn sie mich auch weiterbringen. Ansonsten, wenn ihr mich einfach bloß irgendwie, ne, übliche beleidigen und sonst irgendwas, dann werde ich es einfach löschen. So. Gut, das war's von mir. Na, wie üblich, schönen Tag, schöne Woche, schönen Abend, schönes Jahr, was auch immer. Haut rein und alles Gute mit DCS und viel Spaß noch.